Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum dann wieder auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir wieder ein Trading-Video der Extraklasse. Und diesmal auch nicht nur Investment-Tipps, sondern auch, wie ihr jetzt sofort 60.000 pro Stunde machen könnt. Ich muss mich leider an den Pranger stellen. Normalerweise wäre ich jetzt live. Aber durch die Arbeit und so weiter, Weihnachtsgeschäft und so weiter, weil wir im Einzelhandel tätig sind, ist es gerade sehr, sehr stressig. Sprich, ich muss jetzt noch leider was für die Arbeit machen und so weiter. Deshalb bitte ich euch einfach darum, das habe ich auch schon auf Instagram geschrieben, mir das zu verzeihen. Zurzeit finde ich einfach die Zeit nicht zu streamen, aber mir sind die Videos wichtig, deshalb mache ich solche Videos für euch. Und ich hoffe, ihr versteht es. Ich küsse euer Herz. Lasst jetzt schon mal ein Abo und Like da für fast tägliche Videos, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und vielleicht schaffen wir diesmal die 50 Likes. Das wäre ein großes Anliegen von mir. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten ins Video. Heute wird wirklich getradet. Let's go. Wir fangen natürlich mit dem 19 Uhr Content an und wir haben Alphonso Davies von sie haben wir bekommen für 4, 97 Tempo, 80 Defensive für 215k circa. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr interessant. Ich werde ihn höchstwahrscheinlich auch machen. Das Einzige, was mir da nicht gefällt, sind seine Arbeitsraten hoch, gering. Aber ey, wir reden hier von Fonsi, den muss man sogar fast machen. Aber ich würde ihn nur machen, wenn er wirklich genug SPC-Futter hat. Schon finde ich 200k ziemlich teuer, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Außerdem haben wir natürlich die Top-Partien bekommen. Und deshalb habe ich euch die Top-Partien nicht geleakt. Letztens, ich habe vor zwei Videos gesagt, ich habe euch einen Leak. Die Top-Partien, da wurden mehrere Top-Partien gezeigt. Und jeder hat es gepostet, jeder YouTuber hat gesagt, investiert in diese Spiele, bla bla bla, weil es diesmal eine besondere Top-Partie ist, weil mehrere rauskommen. Am Schluss kamen doch nur vier. Genau das ist so ein Punkt, warum ich sowas gerne unterlasse, weil viele haben da wahrscheinlich jetzt auch Coins verloren, was mal passieren kann, ganz klar. Aber finde ich halt einfach nicht so geil. Und wenn, vor allem, wenn man jetzt schaut, für ein Megapack, schade. Ich würde sie trotzdem abschließen an eurer Stelle. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, auf dem Discord, wir sind kurz davor, die 1800 Mitglieder zu kriegen. Es würde mich unheimlich freuen, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Wirklich irgendwie, das wäre unglaublich. Wir gehen jetzt auch mal ganz kurz rüber. Und zwar, ihr könnt unten in der Beschreibung ist ein Link, wo ihr beitreten könnt, kostenlos. Erstmal willkommen Mira. Freut mich sehr. Meta, was geht? Und bei den Investment-Tipps habe ich euch welche, wo habe ich es denn? Hier gepostet, eine Liste. Die könnt ihr investieren. Hier habe ich euch das immer sehr, sehr gut jetzt gemacht. Ich habe hier zum Beispiel Barella, 87er Inform. Einkaufspreis, das M.VK heißt mögliche VK. Dann das Risiko, eine 2 von 5 und Dauer Kurzmittel. Ich glaube, einfacher kann man es nicht machen. Ich glaube, das ist mehr als perfekt. Und ihr seht auch, die ganzen Leute posten ihre Investment-Tipps und so weiter rein, was ich sehr, 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 sehr geil finde. Hier schreibt auch jemand, Wahnsinn, sind 12 Stück weggegangen. Es freut mich sehr. Und deshalb kommt einfach auf den Discord, da habt ihr einen Investment-Tipp, wo ihr wirklich ganz, ganz easy machen könnt und nichts mehr verlieren könnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann würde ich jetzt aber sagen, ich habe euch gesagt, heute gibt es einen Tipp, oder erstmal ja, die Icon Swaps kam raus. Erstmal Icon Swaps kam raus. Dazu kommt morgen früh noch ein Video, wo sehr, sehr, sehr interessant ist. Ich hoffe, das werden auch viele von euch schauen. Oder morgen Mittag, ich muss mal schauen. Wo sehr, sehr interessant ist. Ich habe jetzt dazu nicht so viel gesagt, einfach aus dem Grund, weil es jeder macht und jeder sieht die Icon Swaps. Wenn ihr sie bei mir im Stream irgendwann mal öffnen wollt, schreibt es gerne rein. Und außerdem habe ich ja bald Geburtstag am 29.12. Da würde ich sehr, sehr gerne eigentlich einen Stream machen, wenn es klappt, weil da ist das Hauptgeschäft vorbei. Ich versuche mir da irgendwie freizunehmen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt mit Hashtag B-Day. Dann würde ich jetzt aber sagen, wie gesagt, ich zeige euch jetzt zwei, drei Low-Budget-Sachen. Erstmal die kleine Low-Budget-Sache ist natürlich ganz klar.
Er geht vor allem in die Top-Ligen, Gold häufig Spieler, ihr kennt es. Doch die Top-Partien sind die gerade relativ teuer. Vorher waren die bei 750 bis 900, sind sie immer noch. Da geht jetzt, boah, Gott, ich habe gerade gegessen. Geht ihr hin, versucht sie vielleicht für 850 draufzustellen, außer ihr wollt sie relativ schnell weghaben, dann für 800. 800 könnt ihr sie gut verkaufen, wenn ihr auf 100% sicher gehen wollt, 750. Und tut die euch 100 Münzen Minimum günstiger bieten. Oder er snipen, ihr wisst, wie das läuft. Hier zum Beispiel 700 würde ich jetzt hier Maximum drauf bieten, weil sie ja für 800 weggehen. Ihr müsst es natürlich mit eurem Preis dann immer anpassen. Ich glaube aber, das ist mehr als logisch. Wir können da auch mal in die anderen Ligen gehen und können einfach mal nachschauen, was sie so kosten. Ich sag euch jetzt gleich mal, welche Ligen alles gehen. Mit der Ligue 1, sprich französischen Liga, geht es ebenfalls nur mit ein bisschen günstiger. Ihr könnt die für 500 bis 550 verkaufen, kauft die für 300, 350 ein. Allerhöchstens 400 würde ich da jetzt sagen. Ich gehe da jetzt ganz kurz mit euch die Ligen durch. Das gleiche gilt für diese Liga, für die Bundesliga. Nehmt den jetzt einfach mal mit. Natürlich könnt ihr auch gucken, ob ihr die ersnipe bekommt. So, die gehen nämlich für 600 sofort weg, so wie es aussieht. 700. Also, okay, die sind auch sehr teuer. Die könnt ihr auch sehr, sehr gut snipen, gerade wie ihr seht. Ich versuche gerade mal einen zu bekommen, aber ihr seht, dass man die sehr gut, gerade wenn viele reinkommen, deshalb würde ich euch empfehlen, da könnt ihr jetzt ganz schnell eure Coins verdoppeln, locker 100 oder 60 bis 100k machen mit den Bundesligaspielen, deshalb macht das jetzt sofort nach, schaut ihr im Video, wird sowas direkt dann weitergeleitet. Ich will ja nicht nur die Coins für mich selber einsacken. Espanol-Liga geht auch sehr, sehr gut, Serie A könnt ihr auch machen, ihr könnt es eigentlich mit jeder Top-Liga machen, die schlechteste ist sogar jetzt echt die französische Liga. Und welche Liga auch immer sehr, sehr interessant ist, ist die Eredivisie. Schauen wir einfach mal. Oh, die Eredivisie ist sehr, sehr teuer sogar. Also wegen den Icon-Swaps, klar. Aber könnt ihr euch auch sehr, sehr günstig snipen und erbieten. Für 700 würde ich die euch versuchen zu snipen und zu erbieten. Und jetzt noch ein weiterer Tipp, was ich immer sehr, sehr häufig mache, das wisst ihr. Eine kleine UV-Methode mit günstiger Einkaufen, sehr, sehr große Gewinnmarge, wo ihr locker 60k pro Stunde macht. Und zwar, diese Karten kosten aktuell 1800, könnt ihr eine 100er-Liste voll machen, würde ich jetzt schätzen, und verkauft ca. 60 bis 80 Stück. Sind minimal UV ist es 1800, ja, und die kauft ihr euch für maximum 1500 ein, egal ob erbieten oder snipen. Ihr seht, hier kommen welche rein, egal ob erbieten oder snipen. MS2ZM klappt wie immer brutal gut, also würde ich euch wirklich heftig empfehlen. Nachdem ihr aber jetzt, ich würde euch jetzt empfehlen, Bundesliga zu machen, weil Bundesliga Nonware war jetzt gerade sehr, sehr gut. Da kommen sehr, sehr viele für deutlich günstiger drauf. Was haben die gekostet? 800? 800, ja. Oder 750 sogar. Mal gucken. Ja, 750 bis 800. Guckt die, dass ihr die macht. Und sobald es nicht mehr so richtig gut geht oder es zu viele machen, geht auf MS2ZM, weil das wird immer klappen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt habt ihr wirklich mal richtiges Live-Trading nochmal bekommen. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen, aber ich gehe jetzt wieder weitermachen. Ich bin auch mal froh, wenn es vorbei ist. Aber ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.